Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Car Duplication Glitch zeigen. Für den Car Duplication Glitch braucht ihr kein persönliches Kennzeichen. Das heißt, hier alle Kopien, die ihr erstellt, werden alle saubere Kopien. Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe eines Freundes. Ebenso benötigt ihr eine Basis. In der Basis braucht ihr eine Avenger und in der Basis sollte sich dann das Fahrzeug befinden, was ihr duplizieren wollt. Im besten Fall halt ein Mini Easy Classic voll aufgetuned. Und ebenso braucht halt noch ein Fahrzeug dann, was ihr verlieren könnt. Wo das Fahrzeug steht, in welcher Garage, ist völlig egal. Und ebenso braucht halt noch irgendeine Random Karre. Welche Karre, das ist auch völlig egal. Wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert einfach diese Random Karre aus irgendeiner Garage einfach an. Steigt mit eurem Freund einfach in das Auto ein. Und begebt euch dann einmal ins LSK-Meet rein. So, im LSK-Meet angekommen, steigen wir aus unserem Auto aus. Unser Freund bleibt dann im Auto sitzen und bleibt auch einfach die ganze Zeit im Auto drin sitzen. Mehr muss unser Freund einfach nicht machen. Wir begeben uns dann aus dem LSK-Meet raus und fordern uns jetzt entweder irgendeinen Hubschrauber an, und wenn ihr halt keinen CO-Basert oder sowas habt, dann nehmt einfach irgendein NPC-Auto oder sowas, aber ganz wichtig, ihr dürft kein persönliches Fahrzeug jetzt benutzen. Begebt euch dann einfach zur Basis. So, seid ihr dann in der Basis angekommen, dann begebt euch als allererstes in eure Avenger. Ihr steigt einmal in die Avenger rein, wartet dann, bis ihr die Meldung bekommt, dass ihr mit Steuerkreuz rechts in die Tuning-Werkstatt kommen könnt. Ihr drückt dann Steuerkreuz nach rechts und sofort die Options-Taste. Werdet ihr nicht reingeladen, ist auf jeden Fall perfekt, dann gehen wir wieder raus. Und dann begeben wir uns jetzt zu diesem Auto, was wir uns duplizieren wollen. So, wir steigen einfach in das Auto ein, fahren dann mit dem Auto runter Richtung Ausgang. Und jetzt müssen wir einmal, also wir müssen beide Türen blockieren. Ich blockiere jetzt einmal die Fahrerseite, indem ich einfach hier ranfahre. So, als nächstes schnappe ich mir eine nächste Karre. Und welche Karre das ist, ist auch wirklich völlig egal. Und wenn ihr jetzt sonst kein Basisfahrzeug haben solltet, dann könnt ihr euch auch irgendeinen kostenlosen Elegy oder sowas da reinkaufen. Das funktioniert dann auch. Wenn es mal so rumbacken sollte, wie jetzt bei mir gerade der Fall ist, ist auch gar kein Problem. Das sollte dann nach 2, 3, 4, 5 Mal auf jeden Fall dann funktionieren. So, ich fahre jetzt einfach mit dem Fahrzeug runter. Blockiere dann damit auch dann die Fahrerseite. So, einfach die Fahrerseite blockieren. Und dann können wir dann einmal aussteigen und jetzt testen wir einmal, ob wir direkt ins Fahrzeug rein teleportiert werden. Wir gehen einfach zum Fahrzeug hin, drücken Dreieck. Wenn wir sofort ins Fahrzeug rein teleportiert werden, ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt gehen wir einfach zum Ausgang, zum gelben Kreis, und nun müssen wir nur einfach X und Dreieck gleichzeitig drücken. Also X, um die Basis zu verlassen, und Dreieck, um ins Auto einzusteigen. Beides gleichzeitig drücken und dann werdet ihr jetzt aus der Basis rausgeworfen. Ist auf jeden Fall perfekt. Und seid ihr dann jetzt draußen angekommen. Dann öffnet einmal euer Handy und dann ruft ihr einmal den Mechaniker an und dann jetzt ruft ihr euch dann einmal diesen Elegy an, den ihr überschreiben wollt oder irgendein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Ich habe noch ein Elegy irgendwo hier in der Garage rumstehen. So, den fordere ich jetzt einfach an. Ihr wartet jetzt 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden sagt ihr dann eurem Kumpel Bescheid, dass er aus eurem Auto aussteigen kann. Und sobald euer Freund aus eurem Auto ausgestiegen ist, werdet ihr auch sehen, dass sich das Kennzeichen von eurem Elegy, von eurem Easy dann ändert. Bei mir sieht man es jetzt gerade nicht, weil ich einen Heckmörser hinten drauf habe. So, dann warten wir einen kleinen Moment, wenn das Auto dann geliefert wurde. Dann können wir auch ganz einfach dann die MOC dann anfordern. Wir fordern dann ganz einfach die MOC an. Wir geben uns dann dahin. So, wir drücken dann einfach Steuerkreuz nach rechts, um reinzufahren. Und somit haben wir dann die erste Kopie abgespeichert. Und wenn ihr euch jetzt noch eine weitere Kopie erstellen wollt, dann müsst ihr halt alle Schritte nochmal neu machen. Das heißt, ihr müsst euch wie irgendeine Random Karre halt bestellen, mit eurem Freund ins LSK-Meet reinfahren, euer Freund dann wieder drin sitzen bleiben und dann
müsst ihr euch wieder zur Basis begeben und die gleichen Schritte dann nochmal wiederholen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.